Hallo, Freunde der Nacht. Willkommen zurück bei WoW Vanilla. Wir sind hier in den in der Fungal Rock Höhle. Keine Ahnung. Und hier spawnt gerade alles wieder um uns herum. Eigentlich wollte ich jetzt... Ich mache jetzt unmittelbar weiter zur letzten Folge. Also ich habe da keinen Cut gemacht, weil ich... Ja, ich wäre hier jetzt nicht rausgekommen, weil der Eingang versperrt ist mit anderen Gorillas. Das funktioniert halt nicht. Und deswegen mache ich das so. Das jetzt direkt nochmal eine anschließend machen. Nein. Der merkt sich den Befehl, ne? Das ist natürlich ungünstig. Das ist zu weit entfernt. Hier dachte ich, der wird Level ab. Mein Pet. Und wir sind jetzt hier. Ist unglaublich, oder? Ich würde es jetzt übrigens sehr appreciaten, wenn der sein Fell droppt. Und überhaupt ein Fell droppen muss, ne? Ich zieh's ihm im Zweifel einfach über die Ohren. Aber... Da ist Blizzard eigen. Anscheinend habe ich auch leider keinerlei Vorteil durch Küschnerei. Er ist übrigens jetzt Level wieder 53. Das ist... Ein 173er Crit gemacht. Ich sag, der wird jetzt Level up. Ich sag, Malzahn wird jetzt Level up, Leute. Ich wusste es. Ha, also brauche ich überhaupt nicht rein. Leider bekommt er durch den Level up keine neuen, neuen Ausbildungspunkte. Jetzt sollte der auch ein bisschen besser Aggro halten. Also bis 52 easy. Ja, und 53 zumindest ein bisschen besser. Stampferpelz. Kaum ist es Level up, wird es unverschämt, ne? Möchtest du wieder mehr Futter haben? Mal eben kurz warten. Wahrscheinlich gibt es in der Folge hier eine weitere Quest, wo man dann diesen Gorilla-Boss erledigen muss, auf den uns halt auch der Krieger am letzten Ende letzten Parts angesprochen hat. Diesen Ucha oder Uka oder keine Ahnung. Ich kann das nicht plündern. Ich verstehe halt nicht, warum die rot ist. Ja. Irgendwo im Ungoro-Krater streift übrigens auch mindestens ein T-Rex rum, Elite. Den sollte man natürlich besser nicht begegnen. Ich weiß gar nicht, ich erinnere mich nicht daran, dass der jemals irgendwie Questgegenstand war.
Vielleicht ist mir das damals nicht aufgefallen. In Retail durchaus, aber das ist auch nicht Elite. Crap. Ein Stoffding mit Stoffgürtel mit Agi drauf. Dort ist auf jeden Fall nicht Elite. Deswegen wahrscheinlich nicht vergleichbar. Aber in Vanilla ist er halt noch Elite. Und dort wäre es mir nicht bewusst, dass es dafür eine Quest gab. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wann das war. Aber irgendwann hat man in WoW gesagt, alle Elite in der offenen Welt machen wir zur Non-Elite. Das weiß ich noch genau, weil ich es damals richtig kacke fand. Es gab unter anderem auch bei der Nachtelfen-Stadtgegend irgendwann mal einen Elite-Mob, den man erledigen musste. Und der ist dann halt irgendwann auch normal geworden. Fand ich doof. Ich fand's cool, dass es so stärkere Mobs gab, vom Leben und vom Schaden, diese Elite-Mobs. Die fand ich eigentlich immer... Ich fand's einfach gut, ja. Ne, brauche ich gar nicht. Zwei Stampfer. Den Gorilla zum Pelz kann ich auch noch draußen suchen. Ich fand's doof. Das hat mich damals aufgeregt. Es hat mich so einiges in WoW aufgeregt. Und im Laufe der Zeit, shit, das wollte ich nicht. Aber, ja. Einiges, da hat man mich dann halt auch überzeugen können, dass es doch sinnvoll war. Also Blizzard durchdenkt ihre Änderungen durchaus. Ja, also wenn da Blizzard sagt, wir machen jetzt das und das, das ist schon durchdacht. Und im Endeffekt, wenn es einem nicht gefällt, dann gehört man einfach ausnahmsweise mal zu der Gruppe Spielern, für die dieser Vorteil eben nicht gedacht ist. Also was mir prinzipiell gut gefällt in WoW Vanilla ist halt doch diese krasse Levelzeit. Ja, also so mal schnell Level 60, das ist halt einfach nicht drin und das gefällt mir. Ich mag halt auch dieses Grind-Element, mag ich sehr gern, deswegen bin ich auch ein Fan von Diablo, von Diablo 3, wo man halt wirklich... Es ist halt ein reines Grind-Spiel, ne? Es geht darum, möglichst viel zu spielen, möglichst viele Mobs zu töten und dadurch dann besser zu werden, ne? Man wird besser, indem man mehr Zeit und mehr grindet. Mehr Zeit investiert und mehr grindet. Das ist halt der Punkt. Und das ist halt so ein bisschen in WoW Vanilla auch noch so. Aber in WoW Retail, du bekommst halt deine Epics hinterhergeschmissen und alles und bist mega schnell Level up, mega schnell Cap-Level erreicht. Ja. Wie gesagt, also ich glaube, WoW Retail reizt mich momentan tatsächlich wenig. Das ist wirklich so, dass ich das momentan nicht spiele. Einzige, was ich mache, sind diese Missionen da. Donnacher möchte ich eigentlich nicht erledigen. Die man an diesem Garnisonstisch machen kann. Die mache ich wohl mal. Wo der denn hin? Ich brauche noch einen einzigen Gorilla-Pelz. Aber hier gerade draußen sind nur Stampfer. Da hinten ist ein Gorilla. Um Hilfe berufen. Ich hab's gehofft. Sehr schön. Ich habe immer Glück gehabt. Das lädt immer noch auf. Gut, und dann gehe ich jetzt zu dem östlichen Pylon. Das ist jetzt die nächste Aufgabe, die ich habe.
Ja, ist komisch, dass ausgerechnet hier der Ungoro-Krater anscheinend doch so Spot für Mithril-Farmer ist. War mir so auch nicht bewusst. Ich fand immer so die brennende Steppe oder so, fand ich irgendwie immer besser. Aber, ja. Dieser Zauber ist noch nicht. Musste halt nur die ganze Zeit im Kreis rennen. Und das ist halt hier alles von einem Gebirge umschlossen und ist natürlich ein guter Spot hier für Minespawning. Ein Pterodax-Junges, die brauche ich nicht. Oder droppen wir diese Pterodax, Ach nee, das ist doch... Nee, das ist eingesponnen, Blödsinn. Nee. Die brauche ich nicht extra. Das hier ist ein Pfad, oder nicht? Nein, ist es nicht. Komisch, ne? Also für mich sah es wirklich so aus. So, hier ist es. Jetzt die Frage aller Fragen. Können auch die Pterodax-Junge vieren? Wahrscheinlich. Sind hier übrigens falsch. Ich meine, ich könnte hier bleiben, weil die halt auch diese Schuppen droppen, ne? Und im Gegensatz zu den älteren fehlen die nicht. Frage ist halt, ob die Schuppen droppen können. Bis jetzt nicht. Ich muss näher ran. Kann ich noch nicht. Die fallen schnell. Das lädt immer noch auf. Droppt nicht. Droppen nicht. Und schon wieder unfreundlich hier. Meine Güte. Fressendes Viech. Ja, dann warte ich jetzt mal. Aber könnt ihr mir auch nicht erklären, ne? Warum hier diese Pelz-Einsammelgeschichte hier unten unter Rot ist. Keine Ahnung, was das soll. Das ist offensichtlich fehlkalkuliert. Doch, hier ist eine Schuppe. Okay, dann können wir hier bleiben. Wahrscheinlich droppen die einfach nur erbärmlichst. Oder vielleicht umso höher der Pterodax. Ja, es gibt wahrscheinlich den jungen Pterodax, den normalen Pterodax und den, wie heißen der wilden Pterodax? Rasender. Also es gibt hier irgendwo auch Elitesaurier. Unter anderem auch solche Riesenechsen. Wenn diese
Ja, diese wütenden Pterodaxe oder Rasen-Pterodaxe Elite sind, dann können wir das vergessen. Aber da bin ich mir nicht sicher. Vor allen Dingen, eigentlich Elite-Quests werden auch immer als solche gekennzeichnet. In WoW Vanilla war das, dann stand da eigentlich immer Elite in Klammer dahinter, aber ich weiß es nicht. Vielleicht war das auch etwas, was erst mit Burning Crusade dazugekommen ist. Auf jeden Fall war hier schon mal nicht der Pylon. Der ist weiter unten, wahrscheinlich eine weiter. Das bedeutet, liebe Leute, dass ich hier jetzt erstmal einen Cut mache und euch einfach mal auf den nächsten Part vertröste. Und ja, bis dahin, macht es wie immer gut. Wir hören uns